Hallo Freunde der Caching-Unterhaltung, der Dosensucher wieder hier und willkommen zu Fund oder Nicht-Fund Teil 2. Der liebe Goti hat meine geforderte Challenge erfolgreich absolviert und im Gegenzug hat er mir auch eine Challenge gestellt. Da befinde ich mich gerade auf dem Weg, sehr muckelig hier. Stealth-Mode unabdingbar. Naja. Schauen wir uns das mal vor Ort an. Ich bin auf dem Weg heute übrigens in Nürnberg, das Ganze in Langwasser, bei schönstem Sonnenschein, bei herrlichstem Wetter. Also, dann begebe ich mich mal dahin und dann beginnt die Suche. Viel Spaß! So, die Suche beginnt und deswegen ab in den Stealth-Mode. Wo ist er denn? So, vielleicht da? Nein. Da? Nee. Auch nicht. Ha! Da ist er doch. Da ist er. Da ist er. Fund, lieber Goti, Fund. Das Ding habe ich gefunden. War gar nicht so schwer. Nee, ernsthaft. Also die Suche, ungefähr 5 Minuten, bis ich mich einschreiben konnte. Gefühlt 20 Minuten, sehr muckelig dort. Wirklich. So, ich fahre jetzt zu meiner Challenge für dich. Und das seht ihr jetzt. So, da ist er. So sieht er aus. Viel Spaß beim Suchen. Was gibt es zu sagen? Schwierigkeit 2,5. Sehr, sehr muckellastig hier. Gut versteckt, aber bin mir sicher, du findest ihn eh. So, das war's von dieser Folge Fund oder nicht Fund. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Den Kanal vom lieben Goti und sein Challenge-Video verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Das war's von mir. Ich bringe den jetzt zurück. Macht's gut, macht's besser. Macht's, was ihr wollt. Ciao.